shouted a goodbye. Where did I really go? You don't know the answers. An diesem Abend kam mir die Erleuchtung. Zum ersten Mal in meinem Leben war mir klar, dass ich schwul bin. Nicht aus so einer vorübergehenden Phase heraus. Nein, wirklich schwul. Ich hatte mein ganz privates Coming Out. Hey, Dad. Was? Er sagt, dass es ihm gerade nicht passt. Okay. Dad, ich wollte dir bloß sagen, dass ich... Da haben Sie ja noch was vor sich. Mom? Ja, mein Schatz? Ich will mit dir reden. Dann setz dich doch einfach hin und rede. Danke. Kennt ihr den Unterschied zwischen meiner Mutter und der Berliner Mauer? Bei der Berliner Mauer sind ab und zu Leute durchgekommen. Ich will, dass du mir beibringst, wie ein Hetero denkt. Wie ein Hetero denkt? Lektion Nummer 1. Sag nie wieder fabelhaft. Nicht? Nein, das ist kein Hetero-Wort. Oh. Keiner von meinen Freunden sagt fabelhaft. Oh, okay. Was sag ich stattdessen? Sag krass. Okay. Das ist krass. Das ist echt krass, Mann. Gut. Das ist oberkrass. Jetzt hast du's. Ja. Okay, ab in den Keller. Bewegung. Ab in den Keller? Was machen wir da? Wir werden uns prügeln. Das ist Erling. Sie ist eigensinnig, lesbisch und Jüdin. All das, was Dad an Frauen besonders liebt. Der Typ, das ist Andrew, auch schwul. Und er ist in mich verknallt. Dorian, willst du noch was? Geht auf mich. Nein, danke. Ich will nicht, aber er lässt nicht locker. Sicher? Teilen wir uns einen Eistee? Nein, danke. Willst du vielleicht eine Zeitung, einen Schokoriegel? Nein, danke, nein, danke, nein, danke. Bist du sicher?